Hallo, mein Name ist Germany Foxy und wir sind hier bei Holoball. Zur Auswahl haben wir hier Kampagne oder Arcade. Ich habe jetzt gerade mal Kampagne ausgewählt. Hier gibt es mehrere Schwierigkeitsstufen. Wie man sieht, easy, medium, hart und expert. Ihr spielt das Ganze mit den Move Motion Controller. In jeder Hand eine. Das ist dann quasi so ein ähnliches Spiel, wie als ob ihr Tennis spielt. Ich gehe jetzt mal auf Easy. So, jetzt könnt ihr die Schläger sehen, die wir hier haben. Da drüben habt ihr die Wand. Dieser eine Quadrat in der Mitte, der soll symbolisieren unseren Gegner. Okay. Denn hier ist unser Ball. Da schlagen wir einfach mal gegen. Und der Gegner agiert, wie man sieht. So, wir versuchen jetzt hier 5 Punkte zu erspielen. Also, das heißt, 5-mal darf der Gegner nicht treffen, so wie jetzt. Passt. Ihr habt hier auch, ja, lokale Champions, wöchentliche Champions, die Weltbesten und noch irgendwie so eine Spectator Cam, was auch immer das bedeutet. Ich weiß es nicht. So, hier oben habt ihr euren Punktestand. Player 1 hat 2. CPU 0, Round 1 und weiter geht's. Das ist ganz witzig, also ihr braucht bei diesem Spiel auf jeden Fall etwas mehr Platz. Es ist ja nicht nur, dass ihr einfach schlagen könnt. Wenn ein Ball verhungert, könnt ihr mit der Trigger-Taste den Ball zu euch zurückzoomen. Und dann nochmal zurückschlagen. So, das Spiel hat jetzt nicht die ja, beste Grafikumsetzung, sage ich jetzt mal. Es ist halt eher so ein ja, Arcade-Game halt, ne? Oh. Sehr einfach gehalten. Oh, der verhungert. Den holen wir jetzt nochmal zurück. So, und nochmal einen Punkt gemacht. Wunderbar. Aufschlag haben immer wir. So, hier haben wir nochmal die nächste Runde erreicht. Der Computer wird auch immer schneller. Aber ich muss sagen, das Spiel hat dafür aber kein Kantenflimmern. Oh, jetzt. Kommt ein harter Schlag. Oh. Nicht richtig getroffen. Natürlich können wir auch gegen Bande spielen. Das Spiel erinnert ein bisschen an Spark. Aber trotzdem ist es nicht das gleiche. Wenn ich mich recht entsinne, hat das Spiel leider keine Multiplayer-Funktion. Aber mir gefällt es eigentlich, muss ich ja sagen. Ist auch schön zu steuern. Oh, jetzt habe ich ihn mir selber zurückgehauen. Ah, nochmal gepunktet. So, jetzt sind wir Round 5. Hier seht ihr, Speed plus 25%. Hat er jetzt? Oh, das habe ich ihn nicht erwischt. Oh, jetzt schießt er ihn schnell. Wo ist er? Ah. Oh, er verhungert. Und... ja, genau, Igel, kann man so sagen. Aber trotzdem nicht schlecht. Auf jeden Fall finde ich, das sollte man dann eher so mal im Angebot holen. Ah, eine Trophäe gab es jetzt auch. So, die Runde haben wir jetzt auch bestanden. We win. Tada!
Mein Name steht da schon. This is Continue. Oh Gott, ich muss leider sagen, der Preis fällt mir gerade jetzt nicht ein. Ich hatte das gekauft, wo es im Angebot war. Ich glaube, es war 7,99 oder so. Genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist schon ein paar Tage her. So, dann haben wir noch den Arcade-Modus. Den wähle ich jetzt mal kurz aus. Dann haben wir Zen. Ich glaube, Zen bedeutet Training. Können wir mal ganz kurz reingucken. Ist jetzt nichts Besonderes, sag ich jetzt mal. Hier könnt ihr auch noch was einstellen. Also die Ballgeschwindigkeit, die Ballgröße. Dann den Raum könnt ihr noch breiter machen. Genau, so auch hoch und lang. Nur mal so als Beispiel. Oh, guck mal, wie groß die Kugel jetzt ist. Der Gegner agiert jetzt nicht. Wie gesagt, das ist jetzt so ein Training. Wir müssen, so oft es geht, gegen die Wand spielen und ihn nicht durchkommen lassen. So, da sieht man zwei. Wow, okay. Also der Raum ist doch schon recht groß. Da komme ich ja gar nicht überall ran. So. Hey! Und der Ball ist auch viel zu groß, muss ich gerade feststellen. So. Aber ihr seht, dass denn pro Schlag kriegt den halt Punkte. Meine maximalen Punkte waren jetzt hier 44. Stehe da gerade auf Platz 2, obwohl das unlogisch ist. Ja, da werde ich auch nochmal definitiv weitermachen bei Skyrim. Ich habe jetzt erstmal nur eine längere Auszeit gemacht. Jetzt bin ich aber wieder da. Okay, das war es jedenfalls zu diesem Zen-Modus. Ich werde jetzt nochmal die anderen nochmal vorstellen. So. Quit. So, nochmal Arcade. Denn jetzt auf Score Attack. So, Round 1. Ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Wir müssen versuchen, durchzuspielen, dass der Gegner die Bälle nicht kriegt. So, das war Round 1. Jetzt wird das schon gleich schwerer. So, auch da. Das ist täuscht, das geht jetzt halt recht schnell. 20 Runden gibt's. Oha. Oh, jetzt hat er mich gepunktet hier. 3 Leben habe ich, wie gesagt. Muss ich mal schauen. So. Wunderbar. Auch jetzt wird er wieder schwieriger. Wieder 25% schneller. Oh. Nicht schlecht, Herr Specht. Nee, muss ich auch definitiv nochmal weitermachen, aber ich habe noch einige Spiele zum Vorstellen. Ich werde heute mal versuchen, ein paar mehrere zu machen. Heute werde ich auch zum Beispiel nochmal Wipeout spielen. Und mal gucken, zu was ich noch komme. Spiele, die ich noch vorstellen wollte, waren zum Beispiel Darknet. Zum einen No Heroes Allowed. Habe ich auch noch auf meiner Liste. Und Korix. Ist auch alles bereits gekauft und wartet nur noch darauf, dass ich es vorstelle. Ah, hätte man mit links schlagen sollen. So, ein Leben habe ich noch. Wir sind jetzt in Runde. Welche sind wir denn jetzt? 9? 9. Ja, jetzt wird er nochmal 15% schneller. Ah, er hat gewonnen. Okay. Gut, macht aber nichts. Machen wir gleich weiter. Also Darknet muss ich selber erstmal noch für mich anspielen, weil
Das sieht so kompliziert aus, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel überhaupt verstehe. So, dann haben wir jetzt noch diesen Modus. Was war hier nochmal in diesem Modus nochmal besonders? Endurance, irgendwelche Aufgaben oder so? Mal gucken. Ich weiß die Übersetzung dazu nicht. Wir spielen es einfach mal, mal gucken. So. Geht es hier um Schnelligkeit? Wo ist der Ball? Ah, drin ist er. Na komm schon. Jawohl, drinne. Ah! Das war Puck für ihn. Wunderbar. Ach, dieses Honor and Duty wahrscheinlich, dieses Ehre und Pflicht in Deutsch. Für, ich glaube, knapp 8 Euro oder was das waren. Dann gibt es ja noch Art Park. Von Kritiken habe ich schon gehört, das soll gar nicht so berauschend sein. Aber auch das wollte ich mir trotzdem noch holen und auch nochmal vorstellen. So, okay. Das war das, was ich euch zeigen konnte in Holo Ball. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich finde es eigentlich ganz amüsant, so für zwischendurch. Und naja, vielleicht holt ihr euch das ja auch. So, das war's von mir, euren Germany Foxy. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.